Ja, Fail, sag ich mal, ne? Ich glaube, den schaffen wir erstmal nicht. Hallo und willkommen zurück zu Paper Mario 64. Ich bin jetzt fast zum Wahl gegangen. Ich dachte mir, ich nehme jetzt schon mal auf und... Fuzzies, ich renne genau rein. Das ist mal wieder typisch ich. Und weißt du was? Ich werde mich verpissen. Ja. Nein, eigentlich wollte ich den gerade eine draufhauen als Strafe, dass sie mich so fertig gemacht haben, die letzten Parts. Mit Sternsturm, aber... Konnte ich jetzt gerade nicht so machen, deswegen. Okay, auch egal. Nochmal hier gucken, ob hier was ist. Ich denke aber nicht. Nö, ist nicht. Und dann sprechen wir mal mit Colorado wieder. Nun gut, Mario, alter Junge. Hast ja ganz schön Zeit gelassen. Nein, wir direkt hier rüber vom Vulkan aus. Lass uns gemeinsam zurückkehren. Naja, deswegen bin ich hier, ne? Deswegen bin ich hier. Möchte nach Trotan drücken? Ja. Ja, also dieser Superblock da, den habe ich da jetzt erstmal da gelassen. Was für ein aufregendes Abenteuer. Adieu, Lava Lava Island. Vielleicht werde ich eines Tages zu deinen Ufern zurückkehren. Hui! Nee. Im Ernst? Ja, ich hab's geschafft, ich. Ganz weg hergeschwommen. Also gut, Mario. Ich habe jetzt so die Hocke voll. Es ist niemals. Moment mal, warte, wo gehst du? Warte, bleib hier. Komm sofort hierher, du Hasenfuß. Ja, viel Spaß beim Zurückschwimmen, ne? So, bitte lass das Spiel nicht wieder abspacken. Nee. Gut. Ah, da ist er. Ich glaube, der will fighten, der kleine Typ. Ich glaube, der will fighten. Und ich glaube, der hat uns bald. Der kann aber flink schwimmen. Mit seinen kleinen Beinchen da. Beziehungsweise sind ja gar keine Beine, das sind ja nur... Das sind ja nur Füße. Guck mal, der Fisch da oben. Geil. Ja, der ist so schnell wie wir. Ob man hier angeln kann? Kann man hier eine Angel erhalten? Ja, cool. Würde ich gerne mal machen. Ja, was ich sagen wollte, vielleicht hole ich den Superblock irgendwann noch. Das werde ich ja mal sehen, aber jetzt erstmal nicht. Dem Himmel sei Dank, wir sind da. Die Thunfischfähre ist etwas, das ich nicht mehr in Anspruch nehmen will. Trotzdem danke für die Fahrt. Ich stehe in deiner Schuld. Ich werde erstmal nach Cooperheim zurückkehren, um ein wenig auszuspannen. Auszuspannen, auch geil. Geiles Wort. Meine Frau wartet sicher schon und ich kann wieder mal nicht lesen. Vielleicht werden sich unsere Wege wieder kreuzen, alter Ego. Cherio. Was? Wartet mal ganz kurz. Wow! Ich werde nie wieder in meinem Leben schwimmen. So, Mario. Diesmal gehörst du mir. Na, das glaube ich nicht. Heya! Jetzt geht's rund. Mach dich auf was gefasst. Was wird das denn? Oh nein, ich hab fast keine KP mehr und das nur wegen der blöden Schwimmerei. Du musst dich wohl ein paar meiner neuen Fähigkeiten einsetzen, um diese Schwäche wettzumachen. Pass gut auf. Mehr Kraft. Ich kenne alle deine Kampftechniken, Mario. Schön für dich. Siehst du mein Outfit? Der Stachel, die Flügel. Du kannst mich jederzeit angreifen. Ich bin der klügste Kämpfer der Welt. Ich bin unbesiegbar. Wahahaha. Ich muss mal ganz kurz ausschlauen. Und muss feststellen, dass ich keine Taschentücher da habe. Also, schlepp, bis gleich. So, ich glaube, ich höre mich jetzt wesentlich besser an als vorher. Ich denke, das hat man auch gehört. Egal. Also, weiter jetzt erstmal. Ich bin wieder komplett raus. Was soll ich machen? Keine Ahnung, der hat einen Stachel, aber das ist mir scheißegal, weil ich habe den Stachelorden wieder aufgesetzt. Hä, was so? Auf eigentlich nicht vorbereitet. Ist das überhaupt gesetzlich erlaubt?
Du kannst ja nicht, ne? Mal probieren. Nee. Wie soll man den denn da runterholen, wenn man nicht die nötigen Items hat und so weiter? Weil flüchten kann man ja hier nicht. Ich bin jetzt nicht im Ernst gestorben. Ich bin jetzt nicht im Ernst gestorben. Sternpunkte für das Ganze hier. Auch sehr interessant. Weißt du was? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich habe Flügel. Wenn ich einfach zur Insel geflogen wäre, hätte ich nicht meine ganzen KP verschwendet. Oh, du bist so behindert. Dann hätte ich mal um Hand und Drehen besiegt. Ich bin so blöd. Du bist ein Lappen. Dafür kriegst du jetzt Kloppe, mein Freund. Nee, okay, lassen wir das. Hier ist bestimmt irgendwo noch ein Sternsplitter versteckt. Nee? Ich glaube, hier habe ich sogar schon geguckt. Oh Mann, ich hätte hier einen Sternsplitter versteckt. Warum ist hier nix? Warum ist hier nix? Er ist ja richtig behindert. Ich hätte hier echt Sternsplitter versteckt. Aber gut, dann nicht. Und die Mucke von Chowtown fällt mir gerade auf. Das heißt, ich muss mehr quasseln als sonst, damit das nicht so auffällt. Nee, also wir gehen jetzt nach Osten. Wir wollten Kenzie Cooper nämlich platt machen. Der müsste da sein jetzt. Ich bezweifle, dass wir den schaffen werden. Der sagt da, ne? Den kennen wir ja noch. Der, also, bekommt eine ganz schlechte Empfehlung von mir. Das ist auch so ein Lappen. Der verarscht einen bloß. Also, bloß nicht bei dem, mit dem Geschäfte machen da. Also, das geht gar nicht so. Was sagst du? Knospis kommen aus meinem Land namens Blütenfelder. Einem Land namens Blütenfelder. Und übrigens, ich habe gesehen, die heißen ja wirklich Knospis. Ich wollte so einen Scherz machen wegen Pokémon, aber die heißen wirklich Knospis. Wusste ich nicht. Man sagt, dass dieses Land in Schwierigkeiten stecken soll. Um zu den Blütenfeldern zu gelangen, benötigt man 4 Samen, die nur die Knospis besitzen. Aber wo sind die Knospis? Bitte, Mario, du musst nach den Knospis suchen und die Samen von ihnen holen. Vielleicht kann dir Mel und Weisheit weiterhelfen. Ich habe alle 4, geil, ne? Ja, weil in Kapitel 1 gab es ja dann anscheinend keinen. Hier ist, der rote Zaubersamen. Oder der pinke, wie auch immer. Oh, du hast mir den Samen gebracht, vielen Dank. Ja, bitteschön. Bitte, Mario, wir brauchen die Samen von den Knospis. Ja, hast du den lilan? Bitteschön. So, und dann hast du da noch den blauen. Bitteschön. Und als letztes hast du da noch den braunen, gelblichen, gelbbräunlichen, wie auch immer. Sag nix, you're welcome. Ist schon gut. Ja, dann mit seinem Schnuller da immer, ne, Wettchen. Ist eine Sie, Entschuldigung. Mein Gott, was passiert? Eine Tür. Ja, Leute, das ist schon Kapitel 6. Da gehen wir aber noch nicht rein. Da sollten wir uns eh noch ein bisschen vorbereiten, denke ich. Ja! Zuerst sah es so aus, als würden die Blumen einfach nur blühen, aber plötzlich erschien eine Tür. Von hier aus musst du zu den Blütenfeldern gelangen können. Mario, die Blütenfelder brauchen deine Hilfe. Ja, die werden sie auch bekommen, aber ich gehe erstmal pennen, weil der Sack hat mir doch ein bisschen mehr Schaden gemacht als geplant. Deswegen. Und dann versuchen wir mal Kenzie platt zu machen. Ja. Der dürfte 60 KP haben und 5 Verteidigung oder so. Der ist hart. Das war keine schlechte Wahl, glaube ich, wegen Verteidigung umgehen und so. Und die Sternattacken brauchen wir natürlich auch. Aber Angriff ist auch nicht ohne. Also, naja, wir werden sehen. Ne? So, ich hole aber Gumbario erstmal raus. Wegen Scan. Beziehungsweise, ich habe ja Kuckuck wieder angelegt. Ne? Brauche ich gar nicht scannen eigentlich. Aber ich scanne ihn trotzdem, weil ich die Verteidigung wissen will und den Angriff. Sei grüß, alter Junge. Vor dir liegt der Wanderpfad. Aber Kenzie Cooper versperrt den Weg. Er ist ziemlich stark. Ich würde sogar sagen, brutal stark. Das ist vermutlich nicht so gut. Es gibt nichts, was ich da tun kann. Ich muss einen geheimen Weg nach Cooperheim finden. Es gibt einen.
Die Ausgrabungen an den Ruinen wurden mir zu anstrengend. Ich überlasse sie meinen Assistenten. Ach, Mario, dieses Artefakt. Das sieht aus wie diese Kunstfertigkeit, in der Tat. Das muss ein Hinweis auf die staubtrockenen Ruinen sein, aber das kennst du doch schon. Eine genaue Untersuchung durch mein geschultes Auge könnte. Das Geheimnis der Ruinen lüften. Mario, Alting, würdest du mir überlassen? Hä, hey, du hast das schon. Verstehe ich gerade nicht. Hurra, Mario, umwerfend, alter Junge. Ich fühle mich plötzlich um 20 Jahre jünger. Schon bald wird der Sand das Geheimnis der staubtrockenen Ruinen freigeben müssen. Als der brillante Archäologe, der ich bin, sage ich, dass es so sein muss. Hm, ja, natürlich, gut. Ich denke, ein kleines Dankeschenk ist jetzt wohl auch angebracht. Nimm das. Hä? Sobald ich zu Hause bin, werde ich mit den Untersuchungen anfangen. Tja, altes Haus, dann wünsche ich dir noch eine gute Reise. Ja, danke schön. Aber... egal. Oh, guck mal, das Face von Gumbaro, habt ihr gesehen? Voll böse. Bevor wir zu Kapitel 6 gehen, werden wir vielleicht noch Leute in den Ultrarang schicken. Und... oh, ist der fett. Ey. Hast du schon mal was von Sport gehört? Alter. Mach mal eine Diät. Hey, du mit der Mütze. Warte. Ja, und wir werden auch noch Items kaufen, vielleicht Ohren ein bisschen auswechseln oder auch neue Ohren kaufen. Aber wir brauchen erstmal ein Level Up, damit wir neue Ohren anlegen können. Deswegen ein bisschen vorbereiten und so für Kapitel 6, weil der Boss von Kapitel 6 ist auch nicht ohne. Das ist, glaube ich, der schwerste Boss aus dem Spiel, möchte ich behaupten. Wie der Endboss war, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Schönes Wetter, nicht wahr? Mein Name ist Kenzie Cooper, bitte merken dir, okay? Wenn du diese Straßen benutzen willst, musst du mir 100 Münzen zahlen. Es tut mir sehr leid, aber so ist es nun mal. Du zahlst nicht, du passierst nicht. Geld regiert die Welt. Ohne Geld läuft hier gar nichts. Ich mach mal nicht zahlen erstmal. Dann darfst du nicht vorbei. Pech gehabt. Verzieh dich. Nein. Nein, ich will kämpfen. Du willst kämpfen? Du musst verrückt sein. Sieh mich doch an. Ich serf dich ein. Dann, um ehrlich zu sein, bin ich sehr, sehr stark. Willst du immer noch kämpfen? Kämpfen. Nun, habe ich keine Wahl, aber ich hab dich gewarnt. Das wird vielleicht ein bisschen wehtun. Ja, bin ich gewöhnt. Was? 70? 70? Was? 70 KP, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Alter. Das ist Kenzie Cooper. Er ist so raffgierig wie groß. Manchmal KP 70. Angriffskraft 10. Verteidigung 6. Manchmal vollführt er eine Stampfattacke mit seinem Panzer. Die Angriffskraft beträgt 3. Seine Panzerattacke trifft auch deine Freunde, wie mich. Also verteidige dich gut. Aber wie bei allen Cooper steigen deine Chancen. Wenn du ihn umkippst, dann fällt seine Verteidigung. Aber pass auf, sobald er wieder auf dem Bein ist, wird er sich angreifen. Und ganz nebenbei. Ist er nicht der größte Cooper aller Zeiten? Jemand hat mir gesagt, dass er früher im Cooperheim gelebt hat. Ja, der ist so groß wie Bowser, glaube ich, ne? Ja, wir können ja jetzt gerade nicht wirklich was machen hier. Wir holen mal Watt raus. Und dann werden wir den Typen erstmal umwerfen. Oh nein. Oh, oh. Ah, oh, es sind nur 3 KP zum Glück. Da stand maximal KP 10. Ne, also. So, der fällt zum Glück um. Das ist gut. Und steht auch gleich mal wieder auf. Na klar. Na klar. Na klar. Was zum Teufel? Soll ich verarschen? Der ist doch behindert, der ist... Boah, den schaffen wir noch nicht, Das geht nicht. Da müssen wir höchstens Ohren umrüsten oder so. Den schaffen wir sonst noch nicht. Ich will den jetzt aber unbedingt schaffen. Der gibt gute EP, du. Der gibt gute EP. Deswegen. Jetzt bin ich tot. Okay, also ich glaube, ich habe eine Taktik rausgefunden, wie man den ganz einfach besiegen könnte. Es dauert ein bisschen, aber es ist, die Garantie ist gegeben, dass man den schafft. Man muss den nämlich mit Wiegenlied immer einschläfern. Das bleibt dann ganze schöne 4 Runden hier. Und ja, wenn man... boah, zieht das wenig ab. Wenn man halt immer wieder Fokus macht und den einschläfert, irgendwann hat man ihn dann, ne? Dauert halt nur ewig, deswegen... also machen wir nochmal Fokus. Problem ist, müssen ja auch immer 2 Sterne da sein. Und das wird jetzt auch gerade ein bisschen knapp, glaube ich. Weil wir haben gerade 1 Stern nur.
hätte mal doch den Fokusorden aufmachen sollen. Wobei... Ich glaube, den habe ich sogar drauf. Und wer, oder haben wir zwei? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, das dauert so halt ein bisschen. Aber was sollen wir machen, ne? Wir müssten den aber trotzdem bald demnächst haben. Der dürfte jetzt noch 30 KP oder so haben, ich weiß das nicht. So, wieder einschläfern. Zack. Und ich dachte, ich werde von dieser Sternattacke nie Gebrauch machen. Aber doch. Bei diesem Gegner ist die schon vonnöten. Ich habe übrigens Stoppuhr benutzt, also die ist jetzt nicht mehr da. Falls sich jemand fragt, wo die hin ist irgendwann, die habe ich hier benutzt. Aber die hat nur für zwei Runden, glaube ich, gezählt und das hat nichts gebracht, weil der Partner hatte auch gerade... war wieder gelähmt und so, deswegen... Ja, ich habe den Typen diesmal nicht gescannt. Ich habe aber Gumbario trotzdem draußen gehabt einmal, weil ich dachte, er kann Multikopf muss, aber kann der ja noch gar nicht. Das ist ja erst im Ultra-Rang. Das habe ich vergessen, wisst ihr? Deswegen, das ist richtig doof jetzt. Ja. Das habe ich ja wieder mal mit dem zweiten Teil verwechselt. So. Bam. Ich glaube, wir können jetzt noch nicht die zweite Sternattacke, doch. Ja, das funktioniert so geil. Können wir sogar nochmal angreifen und... Bam. Alter, hat er viel... Ah, er ist tot, er ist tot. Ist das geil, Alter, ist das geil. Aber nur 21 KP, EP, ist das dein Ernst? Na gut, Level up. OP erhöhen wir mal. Ich zeige euch mal, welche Orden ich drauf hatte gleich. Wow, du musst wirklich stark sein. Ich meine, du hast einen Kill von meiner Größe besiegt. Ich glaube, da muss ich wohl aufgeben. Bis später. Guck mal, er holt. Ah, tut mir aber ein bisschen leid. Und jetzt Selbstmord im See. Nein. Nee. Nein, aber der tut mir jetzt ein bisschen leid. So. Also hier sind jetzt meine aktiven Orden. Ja, also. Das sind sie. Ich habe Zapper drauf gehabt. Das bringt überhaupt nichts, weil wegen Verteidigung 6 und so ist. Also. Ne? Könnt ihr vergessen. Falls jemand auch noch auf die Idee kommen sollte, könnt ihr vergessen. Herzchen kann auch wieder runter. Dann den Schlag plus, den brauche ich auch nicht mehr. Übrigens, es gibt noch irgendwo einen Orden, den habe ich gar nicht. Das ist der Multisprung, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Lässt auch mal das Freundin das Fokus-Kommando. Ah! Ich glaube, das sollten wir auch mal irgendwann anlegen, aber nein. Wir legen jetzt erstmal den... Ja doch, den Zapper, den lege ich wieder an. Stachelschild bauen wir wieder, Eispower. Guck mal, da haben wir wieder nur drei übrig. Das ist voll behindert. Ah, und das andere war halt der Kuckuck, ne? Also, da müssen wir noch ein bisschen trainieren, glaube ich. Da müssen wir noch ein bisschen trainieren. Guck mal, Meditation. Fokuskommando lädt sich schneller auf und so. Zack, zack. Oh, zack, zack. Ja gut, der macht halt den Kuckuck wieder. Ist mir auch egal, wir haben jetzt Kenzie Cooper besiegt. Und ja. Hat übrigens auch ein bisschen gedauert. Also es war jetzt nicht rasend schnell. Das ist auch egal, denn wenn wir im nächsten Part, oder ich werde das vielleicht offscreen machen, ist besser, werde ich uns ein bisschen auf Kapitel 6 vorbereiten. Und besonders auf den Boss auch schon ein bisschen, werde ich ein paar Vorkehrungen treffen wahrscheinlich. Und was ist das? Wirbelschlag. Der getroffene Gegner wird in seinen Hintermann geschubst. Das kenne ich. Schnarcher. Und Eschschlag plus erhöht Marus Hammerangriffskraft um 3. What the hell? Gib den mal her. Hey, der ist cool, glaube ich. Der, warte mal, der kann ja hilfreich sein. Der kann ja hilfreich sein, du. Ja, braucht aber auch zwei. Na gut, wenn es gefallen hat, wenn es bald wieder dabei sein. Und ja, bis dahin, ciao.